Moin moin Leute, mein Name ist ReeFazer und im heutigen Dokkan Battle Video geht es darum, dass ja, ich meinen Dokkan Battle Account verloren habe. Das ist unglücklich, würde ich mal behaupten, und deswegen wird es wahrscheinlich in den nächsten 10 bis 20 Tagen bei mir keine Dokkan Battle Videos geben. Ich habe überlegt, vielleicht mache ich kurz zwischendurch Videos und ich mache mir doch eine JP-Version, was irgendwie total passt zu meinem letzten Dokkan Battle Video, wo ich erkläre, warum ich kein JP spiele. Und in diesem Video geht es darum, okay, was ist genau passiert, und ich wollte euch natürlich informieren, dass ihr euch nicht wundert, dass nicht so viel Dokkan Battle in nächster Zeit kommt, nicht weil ich keinen Bock drauf habe, sondern weil ich es nicht zeigen kann. Und zweitens möchte ich euch zeigen, was ihr machen könnt, falls euch das auch passiert. Grundsätzlich, was ist passiert? Viele von euch wissen ja, ich pendel jeden Tag zwischen Berlin und Hamburg für die Arbeit, beziehungsweise Hamburg und Berlin, da ich ja in Hamburg wohne, und habe dafür mir mein altes Handy rausgeholt, mein Samsung Galaxy S6, und dort habe ich Dokkan Battle immer drin. Da ist keine SIM-Karte, das heißt, ich gebe mir ein WLAN über mein aktuelles Handy und dann spiele ich dann meistens auf der Fahrt. Das heißt, ich kann Quests machen, farmen und so weiter und so fort. Und weil ich nicht ständig wollte, dass mein Akku von meinem Haupthandy leer ist, dachte ich mir, ich hätte noch einen zweiten rumliegen, dann mache ich das. Gestern Abend, verpeilt wie ich bin, war ich noch am Arbeiten auf dem Rückweg und mein Handy war fast alle, also mein Samsung, also habe ich es angeschlossen in der Bahn und bin dann einfach gegangen, als ich angekommen bin. Es war ein langer, anstrengender Tag, das heißt, ich habe mein Handy einfach in der Bahn liegen lassen und habe es erst heute Morgen gemerkt und dachte mir, scheiße, ja, was anderes kann ich jetzt einfach nicht sagen. Also habe ich mich natürlich schlau gelesen, ich hatte das Problem bis jetzt noch nicht, und was ich auch ja sehr passend finde. Normalerweise, und das ist schon mal mein erster Tipp für euch, mache ich mir einmal im Monat einen Transfercode. Das heißt, ich gehe unter den Optionen und sage Transfercode erstellen, damit ich ihm einfach so ein Backup habe, falls genau so eine Scheiße passiert. Habe ich jetzt seit Januar nicht gemacht gehabt und irgendwie ist mein Transfercode abgelaufen oder irgendwas habe ich mir falsch aufgeschrieben, weil ich konnte den Account nicht so wieder zurückholen. Das heißt, ich bin in der Problematik, wie hole ich meinen Account wieder, und da gibt es halt einige Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ihr habt einen Transfercode, dann funktioniert's. Die zweite Möglichkeit ist, ihr habt euren Account mit Facebook gelinkt, dann könnt ihr das auch relativ einfach zurückholen, indem ihr die App neu runterladet auf einem neuen Device oder ähnliches und dann einfach diese Facebook Connect Möglichkeit nutzt. Hatte ich nicht. Bin ich auch dumm, muss man sagen. Also es ist tatsächlich meistens, Dokkan Battle bietet genug Möglichkeiten, um dagegen vorzugehen, und es liegt meistens an der Dummheit des Users, also in dieser Hinsicht an meiner Dummheit, dass man es dann nicht genutzt hat und jetzt in dieser Problematik ist. Die dritte Möglichkeit ist, es gibt eine offizielle Seite für Data Restoration. Das bedeutet, dass ihr euch eure Daten wieder zurückgeben lassen könnt. Den Link zu dieser Seite findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die habe ich auch gefunden durch ein Reddit-Thread. Und die Seite ist an sich relativ simpel, ist auf Englisch, ist nicht alles hundertprozentig und es ist ein bisschen komplizierter, wie der Ablauf ist, und deswegen wollte ich euch das einmal zeigen. Und ja, es dauert mindestens, und da sagen sie schon, mindestens 10 Werktage. Damit rechne ich schon mit mindestens, ja, Wochenenden dazwischen sind 14 Tage, plus minus tatsächlich, okay, die schicken es nicht, 20 Tage, und das auch nur mit Glück. Das heißt nicht, dass ich meinen Account wiederbekomme, was mich ein bisschen sehr ärgern würde, aber darüber beschwere ich mich erst, wenn es soweit ist. Auf der Seite, die ich euch unten reingeschickt habe, kommt ihr dann hierher. Das ist die Dragon Ball Z Dokkan Battle Data Restoration Page Top. Das erklärt euch alles relativ einfach auf Englisch und deswegen ganz kurz. Es geht darum, dass sie mit Eingaben von euch versuchen können, euch die Daten wiederherzustellen. Bedeutet euch ja zum Beispiel zu sagen, hey, hier hast du einen Transfercode, damit kannst du deinen Account wiederhaben und ähnliches. Weil das Handy kann mal verloren gehen, das kann mal kaputt gehen und so weiter und so fort. Ihr geht hier und dann solltet ihr die Step-für-Step durchlesen. Grundsätzlich geht es darum, sie können euch nur die Daten wiedergeben, wenn sie hundertprozentig sicher sind, dass es euer Account ist. Dafür müsst ihr einiges an Infos haben, und ich persönlich habe Glück, weil ich Videos mache. Es gab ein paar Sachen, wo ich keine Ahnung hatte, wie das tatsächlich ist. Dazu kommen wir aber auch gleich, also muss ich in meinen Videos kurz nachschauen. Ihr könnt diese Data Restoration, das ist auch sehr wichtig, nur einmal pro Account in Anspruch nehmen. Das heißt, wenn ihr einmal euren Account verloren habt, dann solltet ihr dafür sorgen, dass ihr entweder immer einen Transfercode oder das Facebook-Banking anhabt, weil ihr könnt das nicht nochmal machen. Der Ablauf ist folgender: Ihr geht auf dieser Seite und dann gibt es hier unten, ihr seht gerade rechts von meinem Gesicht, ich gehe mal so, da, Send E-Mail, diesen Link. Wenn ihr auf diesen Link klickt, wird euer Mailprogramm aufgehen. Und das war schon mal so eine Sache, ich habe kein Mailprogramm auf diesem Rechner. Ich nutze immer einen Browser, wo ich meine Mails abrufe und ähnliches. Das bedeutet, er wollte erstmal ein Mailprogramm einrichten. Solltet ihr machen, ihr könnt auch einfach mit Rechtsklick sagen, okay, Verknüpfung kopieren, also den Link kopieren. Das solltet ihr aber nicht machen, weil wenn ihr draufklickt, wird euer Mailprogramm aufgehen. Er sendet eine eigentlich leere E-Mail an diese E-Mail-Adresse. Da ist aber eine Art Bearbeitungscode in dem Betreff und unten steht auch noch, bitte hier nichts reinschreiben und nochmal irgendwas auf Japanisch.
Das bedeutet, erst dann wird das Ganze funktionieren. Das heißt, am besten kurz ein Mailprogramm einrichten, einmal draufklicken, geht ihr auf, sendet ihr die E-Mail ab. Wenn ihr die E-Mail abgesendet habt, kriegt ihr sofort, also das hat bei mir keine 2 Sekunden gedauert, eine automatische Antwort von dieser E-Mail-Adresse mit einem Link, wo ihr den Antrag stellen könnt, eure Daten wiederherzustellen. Das bedeutet dann, auf den Link geklickt, sieht das folgendermaßen aus. Ich gehe davon aus, dass es halt so eine Form, die vorgegeben ist, die wird bei allen gleich sein. Und wir gehen ganz kurz durch, was ihr wissen solltet, falls ihr einfach sicher auf Nummer sicher gehen möchtet. Und es gibt ein paar Sachen, dass sie sagen, hey, wenn ihr es nicht wisst, dann schreibt unknown, also unbekannt rein. Und es geht mit der User-ID, das ist klar, ohne User-ID können sie nicht sagen, hey, welcher ist euer Account? User-ID findet ihr immer wieder in eurem Account, ich meine oben links oder unter den Optionen. Euren Username, das heißt, welchen Namen ihr euch selber gegeben habt. Euren User-Rank, das heißt, welchen Rang hattet ihr aktuell? Und da war ich mir selber nicht sicher und habe in meinen Videos nachgeschaut zum Glück. Wann habt ihr euch das letzte Mal eingeloggt? Das wusste ich natürlich. Habt ihr Dragonstones jemals gekauft? Und das gilt nur, falls ihr die im Shop gekauft habt. Ich habe da zwar auf Ja geklickt, aber dann wollen sie die Transaktionscodes und alles wissen. Und da habe ich auf einen anderen reingeschrieben, weil ich mir gedacht habe, was weiß ich, wo die E-Mails mit den Transaktionscodes aktuell sind. Sie sagen aber, wenn sie solche Daten haben, können sie schneller sicherstellen, dass es euer Account ist, was auch Sinn macht. Wenn ihr Dragonstones gekauft habt, dann könnt ihr, und ihr könnt sagen, okay, das ist der Transaktionscode, den ich per E-Mail zugeschickt bekommen habe, dann können sie genau sagen, ah, okay, das ist der Typ, der die Dragonstones auch bezahlt hat, das ist der Typ, dem der Account auch gehört. Dann, das war auch lustig, wann habt ihr den Account erstellt? Was weiß ich, wann ich meinen Account erstellt habe? Ich habe irgendwie Mitte 2016 eingegeben, ich bin mir noch nicht mehr sicher. Und dann müsst ihr mindestens 5 Charaktere angeben mit vollen Namen, Raritätsstufe und Zugehörigkeit. Ich habe einfach meine LRs genommen, weil das war relativ einfach. Bin auf dbcspace.com gegangen, habe mir den Namen komplett rausgesucht. Dann könnt ihr hier aussuchen, okay, ist ein LR gewesen, war es ein Tag, Agility, SDR, Int oder Physischen. Und dann habe ich 5 von den Charakteren, wo ich genau wusste, ja, die habe ich auf jeden Fall, die habe ich reingeschrieben. Wieder eine Möglichkeit, damit sie wissen, ah, das ist sein Account. Natürlich beim YouTuber könnte es auch ein Abonnent sein, der ganz genau weiß, wie seine Box aussieht aus irgendeinem Grund oder welche Karten er besitzt. Vielleicht könnt ihr hier auch vielleicht nicht ganz so handelsübliche Karten reinschreiben, dass sie wissen, ey, okay, diese Karte hat nicht jeder, keine Ahnung, eine Super Chichi von Rare hochgelevelt oder ähnliches, was weiß ich, oder ein paar sehr exklusive Karten, die man farmen muss, dass die Leute einfach nur Anhaltspunkte haben, das ist euer Account und nur ihr konntet das wissen. Ihr könnt ein paar Charaktere mehr, bis zu 8 eingeben, habe ich nicht gemacht, ich habe nur die nötigen, weil alles, was so einen roten Punkt hat, das muss definitiv gezeigt werden. Dann haben wir ein paar Sachen, die ihr zusätzlich angeben könnt, aber nicht müsst. Last Quest, Event Quest, Play. Das heißt, wenn ihr wisst, was ihr zuletzt gespielt habt und nicht sogar legalerweise wusste es, ich hatte das Xenoverse Trunks Strike Event gerade gespielt, habe auch auf DBZ Space geschaut, wie es genau heißt, weil ich gerade die Medaillen für LR Trunks gefarmt habe. Last Played Summon an Acquired Character, da war ich mir nicht ganz sicher, welcher mein letzter Summon war, weil ich ja jeden Tag Single Summons mache. Das habe ich dann auch reingeschrieben. Last Issue Transfer Code, falls ihr schon mal einen Transfer von einem Device zum anderen gemacht habt und ihr den Transfer Code noch habt, könnt ihr den hier auch reinschreiben, habe ich auch gemacht. Und Device Used Before Transfer, falls ihr einen anderen Device habt, das habe ich zum Beispiel bei mir freigelassen. Dann die Timezone. Wir sind meistens, wenn ihr in Deutschland seid oder Österreich, Schweiz, sind wir auf GTM plus 1, Frankreich, Deutschland und so weiter. Dann Device Model Used for the Last Login, das heißt, welchen Device habt ihr genutzt? War es ein Tablet, war es ein Handy, war es ein iPhone, was auch immer. Zum Beispiel bei mir war es ein Samsung Galaxy S6. OS-Version, also Betriebssystem. Da muss ich auch googeln, das ist aktuell Android 7.0 Nougat, so wie es aussieht für den Galaxy S6. Users App Version, Global oder JP. Und dann könnt ihr noch, oder solltet ihr noch reinschreiben, warum wollt ihr euren Account wieder haben, was ist genau passiert? Und dort habe ich reingeschrieben, ja, ist kacke, habe mein Handy verloren. Ein bisschen anders, aber mehr oder weniger war das die Message. Und dann sendet ihr das Ganze ab und dann schreiben sie auch, hey, wir werden das Ganze überprüfen, wir haben aktuell sehr viele Anfragen, natürlich, das haben sie standardmäßig da drin stehen, und es dauert mindestens 10 Business-Tage. Was sie aber auch schreiben und was ich interessant finde, man bekommt auf jeden Fall eine E-Mail zugeschickt. Entweder eine E-Mail, wo sie sagen, die arbeiten dran, eine E-Mail, wo sie sagen, ist nicht, kriegst du nicht wieder, aber ihr bekommt auf jeden Fall Bescheid. Das dauert aber nur, also ihr müsst geduldig sein, und das ist so eine Sache, die die heutige Gesellschaft nicht wirklich drauf hat, zu sagen, ich warte ein bisschen, bis was passiert. Nein, alle wollen sofort irgendwelche Antworten, sofort wissen, was Sache ist. Aber hier wird es dauern, und aus dem Grund kann ich in nächster Zeit nicht wirklich viele Dokkan Battle Videos machen. Ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr sagt, hey, fang doch mal JP an und zeig das, dann kann ich das gerne mal machen. Also wieder so diesen
diese Herausforderung als neuer Spieler, was man alles durchgehen muss. Vielleicht mache ich das tatsächlich, bis ich den Account wieder habe. Oder mit der hoffentlich nicht gegebenen Möglichkeit, dass ich ihn nicht wieder bekomme, muss ich mir echt überlegen, was ich mache, weil mein Account war ziemlich gut. Und es ärgert mich, dass ich so dumm war, da keine Sicherheitsvorkehrungen gemacht zu haben. Tja, das war's im Großen und Ganzen. Ihr werdet noch ein Dokkan Battle Video diese Woche sehen, denn ich hatte noch ein Team Showcase bereits vorbereitet und war gerade dabei, andere Team Showcases zu vorbereiten und deswegen nervt mich das umso mehr. Aber danach wird sehr wahrscheinlich nicht wirklich Dokkan kommen für 10 bis 20 Tage oder JP, ich überlege mir das noch, warte bis auf euer Feedback, was ihr dazu sagt. Das soll's gewesen sein. Also Leute, falls ich den einen oder anderen auch mit diesem Video weiterhelfen kann, freue ich mich natürlich auf einen Daumen nach oben fürs Mitleid, Hashtag und wir können und oder ihr könnt euch selbstverständlich gerne mein letztes hochgeladenes Video oder auch die Dokkan Battle Playlist anschauen und mich selbstverständlich abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht.